Herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Mensch, wir haben sogar Kameras, stelle ich gerade fest. Ja, willkommen zurück zu Planet Zoo in China. Wir sehen es natürlich auch ganz klar hier an diesem Setting und wir warten drauf. Und da haben wir bei der letzten Episode aufgehört, dass unsere Zoo-Inspektorin uns ein sehr, sehr gutes Ergebnis bescheinigen will und wird. Während wir den Zoo noch mal ein bisschen erkunden. Ne, das ist ja eine der Aufgaben, die wir jetzt gerade hier hatten. Das entferne ich mal wieder. Die Lautsprecher überlappen sich mal wieder. So. Und wir sind gerade dabei, die Stufe Gold abzuarbeiten. Und dann dürften wir hier in Asien auch erstmal fertig sein. Oh, wie entspannend das ist. Guck dir das an. Wow. Ja, und irgendwo läuft hier eine Zoo-Inspektorin lang. Hier vorne. Und die guckt jetzt gerade, ob das hier alles so ist, wie es sein soll. Ob wir dem Tierwohl auch gerecht werden. Und na, hier sehen wir, es ist schon mal alles getönt. Einwegspiegel, das heißt, man kann von drinnen so gut wie nicht nach draußen gucken. Würde mich in richtigen Zoos tatsächlich auch mal interessieren. Na, und da habe ich gerade drüber nachgedacht. Das ist so ein Ding, das können wir auch mal häufiger mitnehmen und nochmal hier hinstellen. Wir wollen ja Geld verdienen. Und hier drüben zum Beispiel haben wir das noch gar nicht hingestellt. Und ich finde, dass wir auch hier durchaus so Spendenbüchsen aufstellen können. Damit die für unsere Tiere Gutes tun. So, da haben wir noch ein paar Toiletten. Hier zum Beispiel fehlt auch noch so eine Spendendose. Kommt damit hin. Ja, hier vorne können wir auch noch, ne, also wenn ihr da schon so frei runter gucken könnt. Da haben wir überall schon Spendendosen. Da steht auch eine. Warum ist die rot? Haben wir die in unterschiedlichen Farben? Achso, da steht auch schon eine beim kleinen Panda. Die kleinen Pandas hier, die finde ich ja auch mega süß, ne? Guck ihn dir an. Wie er am Schlotzen ist. Hallo. Kleine Abkühlung. Ja. Er sieht ja fast aus wie Nachbars Katze. Und der hat auch, wenn ich das hier sehe, hat der ein riesiges kleines Gehege. Guck mal, da liegt noch einer und schläft. Hallo. Hat er gerade Hallo zurückgesagt? Lebt aber noch, ne? Peng. Na klar, wer kennt ihn nicht? Peng. Peng, der kleine Panda. Ja, schön unser Zoo. Na, also hier ist ja auch noch Möglichkeit. Hier können wir noch mehr bauen. Ja, und ich würde auch sagen, wir können hier auch noch ein paar Toiletten hinbauen. Es ist zwar gerade nicht gefordert. Unter Einrichtungen, denke mal, Gäste haben wir hier. Toiletten haben wir da. Können wir auch hier die ostasiatische große Toilette hinbauen. So, muss ich doch noch mal ein bisschen hier den Winkel verändern. Ja, und so passt das, glaube ich. Aber bin ich mir nicht sicher, wahrscheinlich hängt er wieder in der Luft. Nö, hat sich sogar... Doch, er hängt in der Luft. Also hätte ich tatsächlich noch ein Stückchen runter machen müssen. Mal gucken, ob das jetzt noch geht. Ja, runter, runter, runter. Ja, das geht jetzt nicht so schrittweise, wie ich das gerne hätte. Ja, eigentlich so, ne? Naja, okay, das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil hier vorne schon die Straße nach oben geht. Ja, lassen wir es einfach so, wie es ist. Ja, da muss man dann wirklich darauf achten, dass die Teile wirklich richtig stehen, ne, und dann nicht hier in der Luft schweben, weil das sieht dann zum Schluss echt blöde aus. Aber die Toiletten werden genutzt und das ist gut so und richtig. Was haben wir hier? Der ist gestresst. Warum ist er gestresst? Sozialverhalten. Hat Stress. Weil wir hier alle reingucken können
Und das ist ein Ding, was wir natürlich nicht wollen. Ne, dass unsere Tiere sich gestresst fühlen. Also machen wir jetzt Folgendes. Auch hier bauen wir Einwegspiegel ein. Und dann ist der... Es ist wirklich unglaublich, wie sehr du dich in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, entwickelt hast. Bernie hat eben ein Auge für gute Leute. Oh, und wo wir gerade bei Bernie sind, er ist noch nicht mit dir fertig. Er hat einen neuen Job für dich. Das klingt, als hätte er noch eine Rechnung offen. Du solltest also besser einen warmen Mantel einpacken. Es war mir eine Ehre, dich kennenlernen zu dürfen. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Aber bis dahin, viel Glück. Ja, vielen Dank, liebe Nancy. Wir bleiben erstmal in dem Zoo. Ich habe gehört, dass unsere Gäste immer am Lächeln sind. Und das haben wir deiner harten Arbeit zu verdanken. Und die Tiere sehen sogar noch zufriedener aus. Wobei das bei Pandas schwer zu sagen ist. Sie sind einfach so geheimnisvolle Tiere. Lin Lin soll ja etwas ganz Besonderes sein. Sie kommt bei den Gästen unheimlich gut an. Da schießen unsere Besucherzahlen wie Bambus in die Höhe. Jetzt, da du bewiesen hast, dass wir etwas von der Haltung von Pandas verstehen, können wir mit etwas Glück auch in einigen meiner anderen Zoos Pandas aufnehmen. Das sollte mich aber eigentlich nicht überraschen. Du hast gezeigt, dass du ein sehr guter Zoo-Manager-Praktikant bist. Ich vermute, du wirst mit jeder Aufgabe fertig, die ich dir stelle. Ja. Dein nächster Auftrag könnte allerdings etwas schwieriger werden. Ja, da bin ich sehr gespannt. Und auch das hier ist jetzt natürlich spannend. Wir sehen, die sind immer noch gestresst, weil es jetzt zu viele von diesen erwachsenen Tieren hier gibt. Da müssten wir jetzt nochmal reingucken in den Bereich. Also wir haben zwei erwachsene Männchen und zwei erwachsene Weibchen. Wobei die ja so richtig mega gestresst sind, die jetzt auch noch nicht. Aber müsste man trotzdem mal reingucken, ob man hier nicht einen von denen freilassen könnte. Na, was haben wir hier? Ein Weibchen. Würde ich wahrscheinlich mir eher ein Männchen raussuchen, was ich freilasse, und mit zwei Weibchen. Ich weiß gar nicht, ob man die freilassen kann. Tier freilassen. Kann nicht rückgängig gemacht werden. Fruchtbarkeitsgen. Ja. Würden wir 17 von den Burschen hier dazu kriegen, von diesen Umweltpunkten oder wie auch immer die sich nennen. Tja, machen wir dann aber beim nächsten Mal. Ich bin schon sehr gespannt, wohin es jetzt gehen wird. Ich hoffe, das seid ihr auch. Und ja, auch wenn das jetzt eine sehr, sehr kurze Folge war von nur 7 Minuten, denke ich, fangen wir bei der nächsten, beim nächsten Park von vorne an und dann wird das schon passen. Wirklich schöner, schöner Park. Ne? Und wenn du dann irgendwann mal so weit bist, das selber bauen zu können in der Form, Wahnsinn. Ja, aber da muss noch eine ganze Menge passieren. Zumindest bei mir. Und wenn es euch gefallen hat, meine Lieben, dann lasst ihr mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Gerne eure Kommentare unterhalb des Videos. Schreibt auch schon mal rein, was ihr denkt, wo es denn gleich hingehen wird. Und ja, gerne auch ein Abo, falls ihr noch keins haben solltet. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal hier in Planet Zoo. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.